Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Familie sehen sich heute einen Actionfilm im Kino an. Papa, ich muss dringend pinkeln. Ups, Entschuldigung, Verzeihung. Ja, ich bin soweit. Tada! Oh. Oh je. Das Kino hat viele bunte Türen. Und Peppa und Papa Woods wissen nicht mehr, durch welche Tür sie rausgegangen sind. Oh, ich glaube, es war die blaue Tür, Papa. In diesem Saal läuft ein Meerjungfrauenfilm, den sich Luzi, Locke und ihre Mutter angucken. Oh, hallo, Peppa! Hallo, Luzi. Oh, ich liebe Meerjungfrauen. Können wir uns diesen Film ansehen? Guck, eine rosa Tür. Hinter der rosa Tür sehen sich Herr Bulle und Frau Kuh einen Liebesfilm an. Sie liebt ihn also doch. Die da war es aber definitiv nicht. Die gelbe Tür führt zum Vorführraum. Hier arbeitet Frau Mümmel. Oh, hallo ihr zwei. Was macht ihr denn hier hinten? Wir waren auf der Toilette. Aber jetzt finden wir unseren Kinosaal nicht mehr. Nun, ich spiele die Filme von hier aus ab, aber ihr seht sie euch nicht von hier aus an. Aber keine Sorge, ich helfe euch beim Suchen. Kommen in eurem Film Dinos vor? Josh würde ihn lieben. Das wäre was für ihn. Aber es ist leider nicht unser Film. Ist es dieser lustige Film? Nein. Oh, was ist hinter dieser Tür? Oh, nein. Hier lagern wir das Popcorn. Ups, Entschuldigung. Kein Problem, das passiert ständig. Oh. Wow. Das klingt nach unserem Film. Schnell, Papa. Danke, Frau Mümmel. Wo wart ihr so lange? Peppa guckt sich gern mit ihrer Familie Actionfilme im Kino an. Aber ihre Abenteuer mit Papa Woods liebt sie genauso. Peppa und Schorsch dürfen heute in einem besonderen Hüpflabyrinth spielen. Oh, wir haben es ein bisschen eilig. Also seid bitte so schnell, wie es geht. Tschüss, Mama. Und verirrt euch nicht. Im ersten Raum befindet sich eine große Hüpfburg. Oh. Hallo. Wir können hier nicht bleiben. Wir haben es nämlich eilig. Komm schon, Schorsch. Peppa hat den blauen Ausgang genommen. Aber Schorsch nimmt aus Versehen den roten Ausgang. Dieser Raum ist ein Hüpftunnel. Und Luzi Locke ist drin. Wow! Hallo, Luzi. Schorsch und ich müssen hier schnell durch, weil wir es eilig haben. Oh. Tschüss. Schorsch? In diesem Raum hüpft man besonders hoch. Hallo, Luisa. Ist das der Weg nach draußen? Wir haben es eilig. Ja, du musst da durch. Hui! Wir haben rausgefunden. Gut gemacht, Peppa. Aber wo ist Josh? Ich dachte, er wäre hinter mir. Hat er sich im Labyrinth verirrt? Verirrt? Wir müssen ihn finden. Schorsch hat sich nicht verirrt. Er hat nur einen Riesenspaß. Wisst ihr, wo Schorsch ist? Er ist da lang. Oh.
Aber Mama Wutz kann nicht so gut hüpfen wie Peppa. Wir kommen, Schorsch. Kein Problem, Mama. Hinfallen macht genauso viel Spaß wie das Hüpfen. Da ist er. Wir kommen, Schorsch. Hurra! Wir haben dich gefunden. Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Nein. Schorsch will nicht nach Hause gehen. Ihm macht das Spielen im Hüpflabyrinth zu viel Spaß. Nun, dann müssen wir dich wohl fangen und mitnehmen. Peppa und Schorsch spielen wahnsinnig gern im Hüpflabyrinth. Hab dich! Ich werde dich nie wieder verlieren. Achtung, ich komme! Hui! Jetzt müssen wir wirklich los. Und Mama Wutz auch. Bis gleich, Mama. Bis dann. Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Peppa und Schorsch begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. Schorsch gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je, vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache. Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz' Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr. Sechster Stock, Büro Camembert. Ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz' Stimme nicht zu verstehen. Lass mich. Zu Papas Büro. Ganz einfach. Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach. Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Wutz' Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo! Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis... Mein Büro! Hurra! Hallo, Mama Wutz. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Wutz nimmt jetzt lieber die Treppe. Mama, ich muss echt ganz dringend pinkeln. Mama, ich platze gleich. Aha, keine Sorge, Peppa. Hier steht ja schon eine Toilette. Peppa muss heute dringend auf die Toilette. Und diese Toilette ist der Wahnsinn. Wo ist die Toilette? Ach, Peppa, die ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist hier. Musst du auch pinkeln, Schorsch? Nein. Fertig. Jetzt wasche ich mir die Hände. So, die sind sauber.
So, welcher Knopf spült die Toilette? Der hier sieht aus wie fließendes Wasser. Peppa hat versehentlich den Händetrockner angemacht. Ups. Vielleicht ist es der hier. Oh. Oder vielleicht der hier. Bum, bum, bum. Bum. Mama, dürfen wir auch aufs Klo gehen, bitte? Jetzt ist nur noch ein Knopf übrig. Oh, die Toilettenspülung muss der da sein. Puh, alles erledigt. So, Schorsch, musst du ganz sicher nicht aufs Klo gehen, bevor wir gehen? Nein. Sehr schön, gehen wir. Aber Mama, guck doch, wie dreckig es hier ist. Keine Sorge, das ist ein sehr, sehr schickes Klo. Wir müssen jetzt einfach nur hinausgehen. Wow. Und wie durch Zauberhand, tada! Die sehr, sehr schicke Toilette putzt sich von allein. Diese Toilette ist der Wahnsinn! Oh. Peppa und ihre Familie gehen jetzt nach Hause. Aber nun ist es Schorsch, der herumzappelt. Was hast du, Schorsch? Musst du auf Toilette? Aber wir waren gerade auf der Toilette. Na gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, du kannst es noch einhalten. Schorsch muss dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Alle müssen dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Willkommen zu den rauschenden Gießkannen. Peppa und ihre Familie probieren heute eine neue Attraktion im Erlebnisbad aus. Ihr fahrt in diesem Boot durch einen hübschen Garten und ihr müsst dabei alle Blumen gießen. Wow. Mit was denn, Frau Mümmel? Damit! Ich wünschte, unsere Gießkannen könnten das auch. Woo. Wusch! Darf ich auch mal probieren, Mama? Ja, klar. Viel Spaß! So friedlich. Wem sagst du das? Ich fühle mich im Einklang mit dem Universum. Peppa und Schorsch müssen mit ihren Gießkannen so viele Blumen wie möglich gießen. Ich helfe dir, Schorsch. Das ist wirklich schwer. Da ist eine. Bereit? Zielen? Oh, gut gemacht, Schorsch. Schorsch hat schon beim ersten Versuch eine Blume getroffen. Es wird noch schwerer. Kein Problem, wenn du einige verfehlst. Peppa findet dieses Spiel ziemlich schwer. Sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Oh, was, wer, wo bin ich? Ja. Alles in Ordnung, Peppa? Schorsch trifft jede einzelne Blume und ich nicht. Ist ja nicht so schlimm, wenn Schorsch in manchen Dingen etwas besser ist als du. Aber ich bin größer. Tja, ich bin auch viel größer als du, Peppa. Aber du bist viel schneller als ich und viel kitzliger. Manchmal ist es egal, wer größer ist. Da muss man ein Team sein. Und wenn wir als Team arbeiten, seid ihr definitiv noch kitzliger. Okay. Schorsch hat vor der Blume ein bisschen Angst. Alles gut, Schorsch. Die ist nicht echt. Mir reicht's. Blume, du bist nicht gerade sehr nett zu meinem kleinen Bruder. Hiya! Ich kann es doch. Komm schon, Schorsch. Wir müssen zusammenarbeiten. Du bist so gut darin. Ja, wir schaffen es. Gut gemacht, Peppa und Schorsch.
Peppa und Schorsch haben alle Blumen gegossen. Sie lieben die rauschenden Gießkannen. Seht ihr? Ihr zwei seid ein echt tolles Team. Peppa und ihre Familie sind heute am Flughafen. Sie fliegen mit einem Flugzeug nach Spanien. Fliegen alle hier mit uns nach Spanien? Dann muss das Flugzeug riesengroß sein. Wo müssen wir jetzt wohl hin? Hierher für den Flug nach Spanien. Keine Sorge, dort regnet es nicht. Aha, kommt mit, bleibt bei uns. Pässe und Tickets, bitte. Holla, Frau Mümmel. Das heißt Hallo auf Spanisch. Hola, ich wusste nicht, dass Sie Spanisch sprechen. ¿Cómo está, señor Wutz? Papa Wutz kann nicht Spanisch, aber er lernt es mit einer App. Calcetines? Nein, danke. Ich habe schon Socken. Da siehst du ganz anders aus, Mama. Das ist ein altes Foto. Hier sind die Pässe von Teddy und Dinosaurier. Dinosaurier! Danke, jetzt wiege ich eure Koffer. Die dürfen nicht zu schwer sein fürs Flugzeug. Bis dann, Koffer. Wir sehen uns im Urlaub. Adios. Oh, Jemine, dieser Koffer ist viel zu schwer. Sie müssen etwas herausnehmen, damit er leichter wird. Ein paar von denen müssen wohl woanders hin. Peppa und ihre Familie kommen jetzt zur Luftsicherheitskontrolle. Gebt bitte eure persönlichen Gegenstände hier rein und geht dann hier durch. Die Detektoren stellen sicher, dass wir nichts mitnehmen, was verboten ist, in das Avion. So heißt Flugzeug auf Spanisch. Ihr dürft zusammen da durchgehen. Dinosaurier! Hä? Ups. Die habe ich vergessen. Tut mir leid. Was ist das? Ah, das ist ein Rollsteig. Peppa und Schorsch sind auf dem Rollsteig. Damit können die Leute viel schneller ihr Ziel erreichen, als wenn sie normal gehen würden. Wow, hier sind so viele Läden. Und ein Massagesessel. Jetzt entspannen wir uns, bis der Flieger bereit ist. Dies ist der letzte Aufruf für den Flug nach Spanien allerseits. Beeilung! Oh nein, unser Flieger startet gleich. Peppa liebt es, mit ihrer Familie in den Urlaub zu fliegen. Und Flughäfen gefallen ihr besonders gut. Frau Mümmel, halt! Hier sind noch zwei Briefe. Peppa und Shaw spielen heute Postbote. Und sie müssen ganz besondere Briefe verschicken. Hallo, soll ich diese Briefe zustellen? Ja, bitte. Das hier sind Spezialbriefe für Mama und Papa Wutz. Peppa und George haben sogar ihre eigenen Briefmarken gemacht. Wow, ich bin hier, um die heutige Post einzusammeln. Werf die Briefe in den Briefkasten. Hurra! Ich werde jetzt eure Briefe zusammen mit allen anderen zustellen. Das ist echt viel Post für nur eine Postbotin. Wollt ihr beide mir helfen? Dürfen wir? Es spricht nichts dagegen. Die Postuniform passt ja. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, richtige Postboten zu sein. Wie Frau Mümmel. Und jetzt fahren wir zur Sortieranlage. Hier wird jede einzelne Postsendung sortiert, damit wir wissen, wo die Post hin muss. Wow! Hier ist so viel Post. Yep. Deswegen lassen wir uns von schlauen Maschinen dabei helfen. Dinosaurier! Diese Spezialbriefmarken haben Peppa und Schorsch für ihre Spezialbriefe gebastelt, Herr Zebra. Die müssen ganz besonders schnell zugestellt werden. Wir haben einen Zustellungsnotfall. Alarmstufe Rosa.
Peppas und Schorschs Briefe werden bearbeitet, damit sie möglichst schnell zugestellt werden können. Oh, kommt mit! Zuerst müssen wir andere Briefe zustellen. Ja, auf geht's! Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, mit Frau Mümmel die Post zuzustellen. Einige der Hausbriefkästen sind ziemlich weit oben. Und einige haben lustige Formen. Ja! Aber alle Briefe kommen dorthin, wo sie hingehören. Bis nur noch zwei Briefe übrig sind. Ding Dong! Oh, das ist die Post. Ich mache auf. Oh! So was? Die Postboten kommen mir bekannt vor. Oh, das sind Peppa und Schorsch. Sie haben mit mir den ganzen Tag lang Post zugestellt. Wir bringen euch Spezialbriefe mit ganz speziellen Briefmarken. Oh. Wow! Die sind wirklich speziell. Peppa und Schorsch sind gern Postboten. Und Mama und Papa Wutz lieben ihre Spezialbriefe und Spezialbriefmarken. Lieferung für Mama Wutz. Mama Wutz bekommt heute ein Paket geliefert. Oh, danke, Frau Mümmel. Ich weiß ganz genau, was das ist. Peppa und Schorsch werden das hier lieben. Mama Wutz hat eine Eismaschine bestellt, die wie ein... Die sieht aus wie ein Pinguin. Das Obst da ist aus Opa Wutz Garten. Damit machen wir sehr gesundes und sehr leckeres Eis am Stiel. Hurra! Ja! Ja! Guten Tag, Herr Pinguin. Wie bedient man ihn? Oh, ich erinnere mich. Ich hatte so eine in deinem Alter. Wir müssen nur... Mama Wutz weiß nicht mehr, wie die Eis-am-Stiel-Maschine funktioniert. Lesen wir lieber die Bedienungsanleitung. Oh, ja, wir brauchen Eis für Eis-am-Stiel. Das Eis kommt da rein und dann drehen wir dieses Rad da. Klingt knusprig. Heb jetzt den Flügel hoch. Oh, das Eis ist ganz matschig. Jetzt geben wir das Obst dazu. Himbeeren, die liebe ich. Und jetzt gießen wir die Himbeereismischung in diese Formen. Schorsch hat die Stiele fürs Eis. Damit halten wir später unser Eis. Gute Arbeit, Schorsch. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie frieren. Lasst uns noch mehr Eis machen, während wir warten. Ja! Blaubeeren, die liebe ich auch. Ich hätte gerne Kiwi, bitte. Und Banane. Peppa und ihre Familie machen den ganzen Tag lang fruchtiges Eis am Stiel. Und haben dabei einen Riesenspaß. Aber irgendwann... Oh nein, es ist kein Obst mehr da. Was machen wir jetzt nur? Klopf, klopf. Braucht hier zufällig jemand noch viel mehr Obst aus meinem Garten, um was Gesundes und Leckeres draus zu machen? Oh. Ja, mehr Eis am Stiel. Leider können wir nicht noch mehr Eis am Stiel machen, wisst ihr? Oh, warum nicht? Na, weil im Tiefkühlschrank kein Platz mehr ist, bis wir diese hier gegessen haben. Peppa liebt es, Eis am Stiel zu machen. Und ganz besonders leckeres, fruchtiges Eis. Peppa und ihre Familie sind heute auf dem Stadtfest und gucken sich den Kuchenwettbewerb an. Ich freue mich riesig auf die Kuchen. Hä? Oh, was macht dieser Schuh hier? Oh, das ist kein Schuh. Das ist mein Kuchen, Peppa. Das ist ein Wettbewerb für Kuchen, die wie andere Dinge aussehen. Aber wenn die Kuchen nicht wie Kuchen aussehen, wird das die Leute verwirren. Das ist ja das Ziel. Wollt ihr mir dabei helfen, den besten Kuchen zu finden, der nicht wie Kuchen aussieht?
Ja, bitte. Peppa will Papa Wutz mit einem Kuchen reinlegen, der wie ein Telefon aussieht. Ring, 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 ring. Hallo? Oh, das ist ja Kuchen. Ihr seid ja sehr lustig. Oh. Oh. Möchtest du eine Tasse Tee, Mama? Danke, sehr gerne. Oh, dieser Tee ist ja ein Kuchen. Wir haben dich reingelegt. Gratulation, Ihre ist die größte Karotte. Ups. Hey! Tut mir leid. Leider ist dieser Preis für die größte Karotte, nicht für den größten Karottenkuchen. Aber das ist ein sehr leckerer Karottenkuchen. Es ist soweit. Herr Bulle verleiht jetzt den Preis für den besten Kuchen, der nicht aussieht wie Kuchen. Der beste Kuchen, der gar nicht aussieht wie Kuchen, ist der hier. Oh. Eigentlich ist das mein Mittagessen. Oh, ja, natürlich. Tja, in dem Fall ist der Gewinnerkuchen der hier. Er ist sehr realistisch. Nein. Aber das hier ist doch Schorsch. Oh, jetzt falle sogar ich darauf rein. Dann gewinnt den Preis dieser hier. Frau Locke hat den Preis gewonnen. Seht ihr, er sieht aus wie ein Schokoladenkuchen, aber in Wirklichkeit ist es Erdbeerkuchen. Oh. Peppa, reichst du uns bitte den Pokal? Ja, hier ist Ihr Pokal. Hä? Der Pokal ist auch aus Kuchen. Jetzt dürfen alle ein Stück Kuchen essen. Allen gefällt es, Kuchen zu essen, die wie andere Dinge aussehen. Oh je, ich habe meinen Hut verloren. Ah. Oh. Und allen gefällt es, von den Scheinkuchen reingelegt zu werden. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Oh, tut mir leid. Versuch doch mal ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Oh. Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Oh, okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette. Hast du Salatgurken gesagt? Nein! Schorsch, nein! Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Peppa und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Es ist so käsig! Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet. Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama. Oh, so groß. Oh. Oh.
Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. 4 Karten, bitte. 4-mal Popcorn, bitte. 4 Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Jemine. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je, Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch, ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht? Gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh! Wirklich! Wusch! Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und ihre Familie sind heute in einem Wissenschaftsmuseum. Sie freuen sich schon riesig auf eine Ausstellung, bei der es nur um Magnete geht. Oh, das sind keine Magnete. Das sind Fische. Diese Fische sind aus Metall, Peppa. Hm. So können wir sie herausangeln mit den Magneten da. Wow, Angelruten. Genauso wie auf Opa Wutz Boot. Seid vorsichtig. Magnete können sich leicht verfangen. Peppa und Schorsch angeln viele Metallfische. Und auch eine Metallbrille. Und eine Metallschlüssel. Und noch weitere verschiedene Metallobjekte. Stopp! Gebt ihr mir bitte meine Uhr zurück? Ups! Entschuldigung! Danke sehr! Au revoir! Tschüss! Da ist sie ja. Oh, und weg ist sie. Benutzt die Magnete und bringt damit den magnetischen Schleim möglichst schnell ins Ziel. Oh, magnetischen Schleim? Springen wir hier drauf. Vielleicht kriegen wir dann Schleim. Klack, klack. Oh. Hier, eure Magnete. Wow.
Fertig? Los! Im Schleim ist ein wenig Metall, damit er an den Magneten anhaftet. Ich bin vorn! Ich bin vorn! Und der Sieger ist... ich kann nicht sehen, wer gewonnen hat. Oh! Was war das? Oh! Guck, Schorsch! Aber was haben Fotos von uns mit Magneten zu tun? Aha! Wow! Die Fotofläche ist magnetisch. So kann man mit den kleinen Metallstücken auf den Stiften die Fotos bemalen. Oh! Sehr kreativ, Schorsch. Dinosaurier! Gefällt es dir, Papa? Ich sehe toll aus, Peppa. Oh, nicht schon wieder. Alle sind begeistert von der Magnetausstellung im Wissenschaftsmuseum. Naja, alle bis auf Papa Wutz. Hurra! Aha, da ist einer. Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Oh, wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Karaoke. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Wuhi! Was ist das, Schorsch? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! Schorsch liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? Schorsch gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, Schorsch? Nein! Oh, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mimmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Ui! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Oh. So
sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier! Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je! Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Warte auf uns, Peppa. Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh, was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gern alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseidenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden.
dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Ah. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Peppa und Schorsch machen sehr viel Lärm. Hui. Ah, oh. Peppa, wollt ihr nicht lieber im Wohnzimmer spielen? Oh, nehmt diese Klebezettel hier und macht damit Bilder. Okay, Mama. Ja! Ah, viel besser. Ja! Fertig, Mama. Jetzt schon? Das war schnell. Oh, tada. Wow. Das hier ist Mama und das da ist Papa. Und Schorschs Bild ist... Dinosaurier! Das sieht genauso aus wie ich, Peppa. Sehr schön. Was ist das da auf dem Boden? Eine Schlammpfütze. Klar ist es das. Wisst ihr, man kann auf den Klebezetteln auch sehr gut Bilder malen. Wie Hinweise für eine Schatzsuche? Naja, ich dachte eigentlich an... Komm mit, Schorsch. Fertig. Oh. Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Wegweiser gemacht. Oh, das ist echt aufregend. Folgt den Spuren, um den Schatz zu finden. Los! Mama und Papa Wutz folgen den Spuren, um den Schatz zu finden. Sie suchen in Peppas Bett, in der Badewanne, im Gang und schließlich... Wow, sieh dir das an. Das sind Klebezettel. Es ist ein Festmahl. Richtig, ja, ein Festmahl. Peppa und Schorsch haben Spiegeleier gemacht, Tomatensuppe und sogar, oh, Toast mit Zuckerwatte. Alles aus Klebezetteln. Wieso spielt ihr jetzt nicht was anderes und wir räumen, essen all das hier auf? Spielt verkleiden. Okay, Mama, komm mit, Schorsch. Wir machen den Abwasch später. Das höre ich oft. Wir haben alles aufgegessen. Es war ganz köstlich. Und wir haben uns verkleidet. Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Kostüme gemacht. Oh. Tja, ich schätze... Ich bin das Klebezettelmonster. Und ich bin das noch viel klebrigere Zettelmonster. Wow. Peppa und Schorsch macht das Spielen mit Klebezetteln sehr viel Spaß. Und am allermeisten dann, wenn Mama und Papa Wutz mitspielen. Heute Abend wollen Mama und Papa Wutz auswärts ein Valentinstagsessen genießen. Mama Wutz hat ein Taxi bestellt. Es ist schon fast da. Hurra! Ja. Oh. Bitte einsteigen, Madame. Mama Wutz hat versehentlich ein Spezialtaxi bestellt, das man Limousine nennt. Eine Limousine. Wie romantisch. Oh, kitzlig. Wohin geht's, meine Damen und Herren? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte, wenn Sie so freundlich wären. Peppa und Schorsch werden dort Abendessen. Abendessen! Okay, beruhigt euch mal, ihr zwei. Diese Musik erinnert mich an Venedig. Die Reise nach Venedig war wundervoll. Jetzt ist es eine Disco-Limo. Oh. Das hier gab es in Venedig nicht. Lust auf Schokolade, Mama Wutz? Oh, darf ich davon? Kriegen wir auch ein paar, Papa? Schokolade! Oh.
Okay, aber nicht zu viele. Peppa und Schorsch lieben Schokolade. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Dann werde ich die hier nehmen. Können wir wieder die Disco-Musik hören? Nur bis wir bei Oma und Opa Wutz ankommen. Bitte. Hallo, frohen Disco-Valentinstag allerseits. Hui. Hui. Das erinnert mich an damals in Paris, Opa Wutz. Jeder liebt es, Valentinstag zu feiern. Aber Mama und Papa Wutz genießen die Fahrt in der Disco-Limo am allermeisten. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich. Hallo Mama, uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja. Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, Schorsch. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, Schorsch. Hey, ich möchte auch im Bild sein, Schorsch. Schorsch, kannst du uns hören? Wo ist Peppa? Ich bin hier. Peppa hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Oh. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen. Oh, das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Ach, ihr seid Roboter. Und Schorsch ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppas im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen. Oh, du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich. Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt. Wir können es später abrunden. Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter. Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte. Hallo, liebe Kundin. Hallo, Einkaufsroboter. Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich. Tasche.
Ja, Schorsch, Mamas Handtasche ist eine Tasche. Diese Tasche ist die falsche Tasche. Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen. Diese Tasche ist die richtige Tasche. Ja! Bitte Artikel einscannen. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Piep? Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Aber wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Und wie ist es jetzt? Artikel ist zu schwer. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. So viele Fehler! Oh nein, der Einkaufsroboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Papa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Man wird nass. Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui. Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama. Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Aha, stopp! Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsene nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen! Hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5-1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Ja, endlich bin ich dran. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich
wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch. Fahren wir nochmal. Ja. Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Ja. Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballon. Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums. Bums. Mich gefunden. Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh. Jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups! Oh, merci! Und ihr zwei kriegt auch eine. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh, und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa. Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch, wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit.
Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Oh, was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Heute ist Pfannkuchentag. Daher essen Peppa und ihre Familie in einem schicken Pfannkuchenrestaurant. Hallo, ich bin heute eure Köchin. Ich backe die Pfannkuchen hier vor euch und ihr helft mir dabei. Was für Pfannkuchen können wir denn machen? Welche auch immer du willst. Wir haben hier viele leckere Zutaten. Für mich den Spezialpilzepfannkuchen, bitte. Einen bananeleckeren Bananenpfannkuchen mit extra Bananen für mich, bitte. Gut, kommt sofort. Frau Mümmel kann gut Pfannkuchen backen. Danke. Jetzt ein wenig Farbe. Und jetzt die Pilze. Bananen und extra Bananen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Riechen. Essen. Ihn wenden. Ganz genau. Juhu. Frau Mümmel kann sehr gut Pfannkuchen backen. Wow. Tada. Wow. Yay. Was hättet ihr zwei gern in euren Pfannkuchen? Für mich einen schokoladigen Schokopfannkuchen mit Schokolade, bitte. Oh, du bist aber ein Schleckermaul. Und du, Schorsch? Grün. Rot. Oh, Erbsen und Tomaten für Schorsch. Und Ananas, Kokosnuss, viel Kohl. Und das? Nein, das ist scharfer Chili. Peppa. Peppa und Schorsch schmecken viele verschiedene Zutaten auf Pfannkuchen. Also wählen sie auch viele aus. Ja. Tada! Helft ihr mir beim Wenden? Ja. Gut, ich zähle bis drei und dann werden wir sie vorsichtig wenden. Eins, zwei, los! Peppa und Schorsch haben ihre Pfannkuchen hoch in die Luft geschleudert. Und auf Herrn Bulles Teller. Oh, lecker. Danke vielmals. Er ist süß und schmackhaft, knusprig und scharf. Sehr lecker. Das ist ein spezieller Überraschungspfannkuchen. Pfannkuchen? Peppa und Schorsch lieben es, spezielle Überraschungspfannkuchen zu backen. Für euch zwei müssen wir wohl einen neuen machen. Ja! Aber noch lieber essen sie die fertigen Pfannkuchen. Hi-ya! Peppa und Papa Wutz nehmen heute am Karateunterricht von Herrn Bulle teil. Hi-ya! Wow, guck, Papa. Oh, ja, beeindruckend. Willkommen allerseits. Beim Karate ist es wichtig, sich zu verneigen, um Respekt zu zeigen. Verzeihung, Herr Bulle. Ja, junge Peppa. Wieso haben unsere Gürtel verschiedene Farben? Oh, die Gürtel zeigen, wie viel Erfahrung man hat.
Meiner ist schwarz, weil ich schon ganz lange Karate betreibe. Peggy und Pandora tragen orangefarbene Gürtel, weil sie schon viel Unterricht hatten. Und weil dies deine erste Stunde ist, tragen du und Papa Wutz weiße Gürtel. Oh, können wir jetzt versuchen, das Brett zu zerschlagen? Ich denke, dafür sind wir noch nicht bereit. Ganz richtig, dafür braucht es viel Übung. Also legen wir los. Alle Männer! Beim Karate muss man schnell sein und springen können. Hopp. Ah, geschafft. Sehr schön. Als nächstes lernen wir, wie man richtig atmet. Oh, ich bin Experte, was Atmen anbelangt. Ich mache das schon mein Leben lang. Einatmen. Ichi, ni, san, shi. Ausatmen. Ichi, san, shi. Ach, Herr Bulle, wieso sprechen Sie überhaupt übers Knie? Über das Knie? Oh nein, so zählt man bis vier auf Japanisch. Ichi, ni, san, shi. Ja? Oh. Alles klar, jetzt machen wir Gleichgewichtsübungen. Peggy, Pandora, macht es uns bitte vor. Um gut in Karate zu sein, muss man ein sehr gutes Gleichgewicht haben. Gut so, jetzt seid ihr dran. Toll, das üben wir nächstes Mal weiter. Herr Bulle, dürfen wir jetzt endlich das Brett zerschlagen? Jetzt ist was anderes dran. Der Roboter. Oh, der Roboter? Streckt euren Roboterarm hoch und jetzt streckt ihr den Roboterarm runter. Ha. Roboterarm hoch. Arm hoch, Arm runter. Hallo, Roboter Papa. Hallo, Roboter Peppa. Herr Bulle hat ein Spezialbrett vorbereitet. Aber Papa Wutz ist sich nicht sicher, ob er und Peppa dafür bereit sind. Keine Sorge, dieses Brett besteht aus sehr weichem Schaumstoff. Gut, Peppa, bist du bereit, dieses Brett zu zerschlagen? Aber ich weiß nicht wie. Doch, das weißt du. Roboterarm hoch und Roboterarm wieder runter. Hi-ja! Ich hab's geschafft! Und um das zu feiern, bekommst du einen ganz speziellen Gürtel. Peppa und Papa Wutz fanden ihre erste Karatestunde zusammen super. Und Peppa liebt ihren neuen Gürtel. Peppa Wutz und ihre Freunde sind heute ins Aquarium gegangen. Und sie tun alle so, als seien sie Fische. Miau! Was ist das? Das ist ein Tintenfisch. Er hat 8 lange, lustig wackelnde Beine. Eigentlich hat ein Tintenfisch nur 2 lustig wackelnde Beine. Die restlichen 6 sind lustig wackelnde Arme. Wackel, 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 wackel. Wow. Ich hätte auch gern eine Regenbogenflosse. Lass uns Meerjungfrauen sein. Aber wir haben keine Meerjungfrauenflossen. Die stellen wir uns vor. Hurra! Peppa und Luzi tun so, als seien sie Meerjungfrauen mit langen, hübschen Flossen. Hallo, Seepferdchen. Wir können genauso herumschwimmen wie ihr. Hui! 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 Das ist so wunderschön. Was ist das? Das ist eine Auster. In ihr befindet sich eine Perle. Eine Perle? Was ist eine Perle? Ein sehr hübscher Gegenstand, der wunderschön funkelt. Oh. Dürfen wir sie öffnen und sehen? Austern öffnen sich erst, wenn sie bereit sind. Wir müssen also geduldig sein. Ich kann die Perle nicht sehen. Verzeihung, Herr Auster, machen Sie uns bitte auf. Wir sind auch so geduldig. Sagen Sie ah, wie bei einem Zahnarzt. Oh, es klappt einfach nicht. Die kitzeln extrem. Kitzeln wir sie, damit sie aufgeht. Die Meerjungfrauen Peppa und Luzi kitzeln die Auster, um sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnet. Sie kitzeln und kitzeln und kitzeln. Aber die Auster öffnet sich immer noch nicht. Es funktioniert nicht. Wir werden die Perle nie sehen. Wir müssen einfach abwarten.
Da ist die Perle. Sie ist so wunderschön. Die Auster hat sich endlich geöffnet. Und die Perle darin ist wirklich sehr hübsch. Wackel, wackel. Ich würde so gerne die Perle sehen. Kann man sie denn irgendwie öffnen? Nein, Klausi. Wir müssen Geduld haben. Jeder weiß, dass es schwer sein kann, geduldig zu sein. Aber Peppa und Luzi wissen, dass sich das Warten für die wunderschöne Perle auszahlt. Peppa und ihre Familie sind in den Supermarkt gegangen, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Mit diesem speziellen Gerät können Sie die Lebensmittel während des Einkaufs scannen. Wir haben Kartoffeln, Milch, Brot. Oh, Achtung, Peppa! Und Bohnen. Tut mir leid, Herr Bulle. Der Supermarkt schließt in 2 Minuten. Bitte begeben Sie sich zur Kasse. Wir müssen uns beeilen. Dieser Einkaufswagen hat ein mega wackeliges Rad, Mama. Nimm den hier, Peppa. Der ist weniger wackelig. Aber das Gewackeln macht doch riesen Spaß. Wackeln, wackeln. Denn du meinst? Aber ich wette, meiner ist schneller. Machen wir ein Rennen. Oh, wirklich? 1, 2, 3... Los! Schon ist sie fort. Warte auf uns! Jetzt brauchen wir Cornflakes. Schnell, Schorsch! Erledigt! Peppa und Schorsch gehen in Führung. Und was jetzt, Papa? Käse. Hab ihn! Piep! Oh! Jetzt Pasta! Piep! Trauben! Piep! Tiefkühlerbsen! Hier, bitte sehr! Piep! Und als letztes fehlt uns nur noch Toilettenpapier. Oh. Das Toilettenpapier befindet sich ganz am anderen Ende des Supermarkts. Hallo, liebe Kunden! Der Supermarkt schließt in wenigen Augenblicken. Jetzt aber schnell! Pass auf! Wir laufen zu schnell! Peppas Familie hat das Toilettenpapier gefunden. Sogar richtig viel Toilettenpapier. Na gut, Leute, der Laden hat jetzt definitiv geschlossen, sobald das ganze Toilettenpapier bezahlt wurde. Peppa und ihre Familie lieben es, im Supermarkt einzukaufen. Insbesondere Toilettenpapier. Hi. Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama. Oh. Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt... Karottenfinder. Möchtest du es spielen? Ja, bitte. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je. Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Oh. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja! Ich bin gut darin. Oh.
Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich habe ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Whee. Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon. Wir werden sie finden. Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen. Ein hab ich, Rosi. Hab dich. Hier ist Nummer 2. Robby, hab ihn. Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre große Überraschung. Tada! Alles Gute zum Geburtstag! Oh, wie nett von euch. Schau mal, Oma, du musst jetzt die Kerze ausblasen und dir was wünschen. Ah, ja. Aber vorher singen wir dir ein Geburtstagslied. Natürlich. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Oh je, auf Oma Wutz Geburtstagsfeier hat es angefangen zu regnen. Ab ins Trockene. Peppa und ihre Familie feiern mit Oma Wutz im Gewächshaus weiter, wo es nicht regnet. Ah, viel besser. Immerhin werden wir nicht nass. Und die Kerze ist nicht ausgegangen. Oh ja, ich blas die Kerze aus und wünsch mir was. Aber vorher müssen wir erst ein Geburtstagslied noch fertig singen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag. Ih, da ist eine Schnecke auf dem Brötchen. Das Gewächshaus ist wohl eher ein schlechter Ort, um was zu essen. Es hat aufgehört zu regnen. Alle wieder nach draußen. Omas Feier geht wieder im Garten weiter, unter Opas Apfelbäumen. Oh, Wackelpudding, den liebe ich. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Wir versuchen hier den Geburtstag meiner Oma zu feiern, Herr Bulle. Oh, beachtet mich nicht. Dauert nicht lange, nur 4 bis 16 Werktage. Ich hab's! Hier entlang allerseits! Opa Wutz hat entschieden, die Feier in den Hühnerstall zu verlegen. Ah, hallo, Janine, Sarah, Vanessa. Schön, dass ihr mit uns feiert. Die können beim Geburtstagslied mitgackern. Oh, haltet eure Hütchen fest! Der Wind hat das ganze Essen und die Deko umgeschmissen. Oh, wir wollten doch nur, dass du einen sehr schönen Geburtstag hast und dir was wünschst. Oh, Peppa, mein einziger Wunsch ist, den Tag mit meiner Familie zu verbringen. Das ist mein Geburtstagswunsch. Wirklich? Ja, und ich finde, der Kuchen sieht immer noch lecker aus. Oma Wutz macht ihre Geburtstagsfeier im Garten viel Spaß. Aber am meisten liebt sie es, mit ihrer Familie zu feiern. Yay! Rotes Licht! Peppa und ihre Freunde spielen heute rotes Licht, grünes Licht. Grünes Licht! Wenn jemand rotes Licht ruft, müssen sie versteinern. Aber bei grünes Licht dürfen sie sich wieder bewegen. Rotes Licht, stopp! Peppa und ihre Freunde haben vor der Straße angehalten.
Die Lichter der Ampeln helfen dabei, die Straße sicher zu überqueren. Na los, Lichter! Es ist erst sicher, die Straße zu überqueren, wenn das Licht grün ist. Die Ampel ist grün. Also Ohren auf, Augen auf und los. Grünes Licht. Hurra! Roter Drachen! Er hat roter Drachen gesagt, nicht rotes Licht. Mama und Papa Wutz legen jetzt die Kinder mit anderen Wörtern rein. Großartig gemacht, Kinder. Roter Ball. Nein, Schorsch, wir müssen versteinern. Bist du sicher? Ich sagte roter Ball. Nicht rotes Licht. Mir wird ganz schwindelig. Schorsch hält sich nicht an die Regeln. Keine Sorge, Schorsch. Mama hat eine besondere Aufgabe für dich. Ich hab's. Beim nächsten grünen Licht sprinten wir zu dem Baum da. Ja. Grünes Licht. Rotes Licht. Jetzt, Schorsch. Schorschs besondere Aufgabe ist es, als Kicherer alle zum Lachen zu bringen, während sie sich nicht bewegen dürfen. Du hast gewonnen. Du bist ein wirklich toller Kicherer, Schorsch. Und grünes Licht. Bin gleich da. Rotes Licht. Hallihallo, was haben wir denn da? Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Wir spielen rotes Licht, grünes Licht. Mein Lieblingsspiel. Rote und grüne Ampeln zu beachten, ist ganz, ganz wichtig. Sogar die Autos und Fahrräder halten bei Rot an und fahren bei Grün. Der hier macht es einem echt schwer, versteinert zu bleiben. Macht's gut. Es ist friedlich, wenn die Kinder versteinert sind. Vielleicht sage ich nie wieder grünes Licht. Uhuhu. Er hat grünes Licht gesagt. Peppa spielt gern rotes Licht, grünes Licht. Alle spielen gern rotes Licht, grünes Licht. Hallo und herzlich willkommen. Es ist ganz wunderbar, eine Königin zu sein. Peppa tut heute so, als sei sie eine Königin mit ihrem eigenen Turm. Peppa hat sich ihre Stadt aus Bauklötzen gebaut. Oh, hallo, Eure Majestät. Was für ein wunderschöner Turm. Oh, und mir gefallen auch deine Enten, Schorsch. Quack, quack. Mein Turm ist wirklich wahnsinnig hoch. So kann ich nämlich sehen, was alle Leute so machen. Oh nein! Nicht mein Turm! Nein, Schorsch. In dem Spiel gibt es keine Riesenenten. Lässt du Schorsch bei deinem Spiel mitspielen, Peppa? Zu zweit macht es doch immer mehr Spaß. Okay. Schorsch, spielen wir Baumeister und reparieren das Schloss, das du zerstört hast. Etwas nach links, etwas nach rechts. Schon fang, Eure Majestät. Ente! Nein, Ente. Eine Riesenente. Seht nur. Vorsicht mit den Enten, Schorsch. Klötzchenland ist nichts für Enten, Schorsch. Ich will mit dir in Zukunft nie wieder spielen. Das meinst du sicher nicht so, oder, Peppa? Doch, das tue ich. Ich bin die Königin von Klötzchenland. Und Königinnen können spielen, was immer sie wollen. Königin Peppa spielt viele Spiele. Aber keines der Spiele macht allein wirklich Spaß. Als Königin ganz allein zu sein, ist gar nicht so wunderbar. Was passiert denn jetzt? Oh je, Papa Wutz saugt Staub und deswegen wackelt der Boden.
nein! Mein Turm wird so sicher einstürzen! Eine Riesenente? Schorsch! Du bist gekommen, um das Schloss zu retten! Oh, tut mir leid, Herr Ente. Verzeihung, Eure Majestät, ich sauge später weiter. Du hast den Turm gerettet, Schorsch! Wollen du und deine Enten mit mir spielen? Peppa spielt unheimlich gern, aber am allerliebsten spielt sie mit Schorsch zusammen. Vorwärts, mein Supermarkt-Team! Ich schieb den Wagen! Ich habe die Einkaufsliste. Dinosaurier! Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute im Supermarkt. Mama, wir gehen an allen Regalen vorbei. Und warum macht deine Tasche so viel Lärm? Wir sind da! Wow! Das hier ist ein Spezialbereich innerhalb des Supermarkts. Er heißt Nachfüllstation. Aber wie tragen wir so die Lebensmittel? Aha, damit hier. Man bringt seine eigenen Behälter zur Nachfüllstation und füllt diese dann mit Lebensmitteln. Na gut, Team. Peppa und ich lesen euch die Einkaufsliste vor. Peppa und Schorsch, ihr dürft die Behälter füllen. Bereit? Ja. Und am Ende gibt es als Belohnung Mittagessen. Ja. Los geht's. Als erstes brauchen wir Reis. Hab ihn. Schorsch, wir brauchen noch einen Behälter für den Reis. Das ist ein Eierkarton, Schorsch. Oh je. Peppa und Schorsch haben den Reis in den Eierkarton gefüllt. Was kommt jetzt? Oh, Cornflakes. Oh. Ist das nicht eine Milchflasche? Die ist perfekt, Schorsch. Oh, wir haben nur ganz wenig verschüttet. Danke für die Hilfe, Dinosaurier. Als nächstes Milch. Oh. Oh je, die Milchflasche ist schon mit Cornflakes gefüllt. Nun weiß niemand so recht, wohin die Milch kommen soll. Schorsch schlägt vor, den Saftkarton dafür zu benutzen. Gute Idee, Schorsch. Weiter. Das nächste ist, Orangensaft. Oh, Peppa und Schorsch haben gerade Milch in den Saftkarton gefüllt. Dafür müssen wir wohl den Reissack nehmen. Oh, guck, wie das wackelt. Das wackelt so lustig. Und als letztes brauchen wir Pasta. Los! Ich schätze, wir essen viel Pasta diese Woche. Jetzt müssen die Lebensmittel zur Kasse gebracht und bezahlt werden. Was ist das denn da drüben? Da haben wir einen Eierkarton mit Reis, eine Milchflasche mit Cornflakes, einen Saftkarton mit Milch, einen Beutel Pasta und einen Sack Orangensaft. Also das Übliche. Dinosaurier! Oh, und Schorschs Dinosaurier hat ein paar Cornflakes gegessen. Bereit oder nicht? Ich komme! Peppas ganze Familie spielt heute gemeinsam Verstecken. Mama Wutz ist die Sucherin. Aha! Hab dich! Oh nein! Dann helfe ich dir jetzt dabei, Peppa und Schorsch zu finden. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die beiden sein könnten. Sehen wir mal in der Küche nach, bei der Teekanne mit dem frischen Tee. Wir haben es geschafft. Wir sind die besten Verstecker aller Zeiten. Peppa und Schorsch suchen sich jetzt ein neues Versteck. Verstecken wir uns im Schrank, unter der Treppe. Das wird unser neues Geheimversteck. Wo könnten sie nur sein, Papa Wutz? So werden wir sie sicher niemals finden. Mama und Papa suchen uns sicherlich überall. Wir müssen einfach weitersuchen, Mama Wutz. Die tauchen schon auf.
Kekse? Peppa und Schorsch bleiben für eine Weile in ihrem Geheimversteck. Jetzt sind sie schon lange hier. Und jetzt sind sie schon ewig in ihrem Versteck. Ich glaube, die werden uns niemals finden. Oh, lass uns Spielsachen holen, damit uns nicht langweilig wird. Hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Und hier aber auch nicht. Such weiter. Find sie nur. Peppa und Schorsch nehmen viele Spielsachen mit in ihr Geheimversteck. Kommt raus, wo immer ihr seid. Oh, wo seid ihr? Wo kommt der denn her? Papa Wurz, alles in Ordnung? Nun, zum Glück bist du dran mit Staubsaugen. So, viel besser. Dinosaurier. Wo könnten Peppa und Schorsch denn sein? Unter der Treppe nicht, so viel ist sicher. Peppa und Schorsch sind wohl die besten Verstecker auf der ganzen Welt. Allen macht das Versteckenspielen Spaß. Und Peppa und Schorsch lieben ihr Geheimversteck ganz besonders. Mama und Peppa sind heute mit Schorsch zum Arzt gegangen, wo er untersucht werden soll. Hallihallo, ich bin Dr. Peppa Wutz. Hallo, Dr. Peppa Wutz. Ich bin Schwester Frau Mimmel. Und das ist Dr. Braunbär. Bereit für die Untersuchung, Schorsch? Nein! Schorsch ist heute zum allerersten Mal beim Arzt. Er ist daher etwas nervös. Keine Angst, Schorsch. Der Arzt will nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Ganz genau. Komm mit uns. Vergiss nicht dein kleines rotes Buch. Als erstes müssen Frau Mümmel und Dr. Braunbär messen, wie groß Schorsch ist. Oh. Stell dich bitte hier hin, Schorsch. Nein! Schorsch hat etwas Angst vor dem Größenmessgerät. Wie groß bin ich, Frau Mümmel? Oh. Wow! Du bist schon richtig groß, Peppa. Du wirst schon bald erwachsen sein. Schorsch will wissen, ob er auch richtig groß ist. Wow, du bist ja schon so groß, Schorsch. Jetzt wird Schorschs Gewicht gemessen. Und zwar mit einem besonderen Gerät, das sich Waage nennt. Oh. Dieses Gerät wird uns zeigen, wie viel du wiegst, Schorsch. Und man kann darauf auch sogar super hüpfen. Schorsch liebt es zu hüpfen. Und stopp! Und weiter! Jetzt ist es an der Zeit, Schorschs Herzschlag abzuhören. Das macht man mit einem sogenannten Stethoskop. Das könnte sich kalt anfühlen. Das Stethoskop ist sehr kalt. Hier, nimm, Schorsch. Damit kannst du meinen Herzschlag abhören. Schorsch gefällt es, Peppas Herz abzuhören. Du bist sehr tapfer gewesen, Schorsch. Daher kriegst du einen Aufkleber. Dinosaurier! Und auch einen für Dr. Peppa Wutz, weil sie uns so sehr geholfen hat. Hurra! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, weil
Was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen! Fertig! Dann geht es los! Oh. Ups, ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Ja. Und das. Seine. Und natürlich das. Ja. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Rolle. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Peppa und Schorsch nehmen heute an der Weihnachtstradition teil, im Meer schwimmen zu gehen. Freust du dich auch darauf, an Weihnachten im Meer schwimmen zu gehen? Ja, Mama. Vergiss nicht, das Meer ist sicher ziemlich kalt. Schließlich haben wir ja Winter. Mama und Papa Wutz lieben das kalte Wasser. Es ist zu kalt. Aber Peppa und Schorsch ist es etwas zu kalt. Oh, es ist nicht so kalt. Es ist erfrischend. Wollt ihr aus dem Wasser raus? Wieso wartet ihr nicht hier bei mir im Trockenen? Hier ist es etwas wärmer. Ja, bitte. Ich bleibe lieber auch am Strand. Und ich gehe wieder ins Wasser. Wuhu, Juni. Hiermit wird euch bestimmt wieder warm. Heiße Schokolade. Heiß, Schoki. Wenn Kinder heiße Schokolade trinken, wird ihnen nicht kalt. Viel besser. Viel besser. Heiße Schokolade sorgt auch dafür, dass Erwachsenen nicht kalt wird. Juhu! Wird dir etwa kalt, Papa Wutz? Nein, das kalte Wasser ist erfrischend. Finde ich auch. Yippie! Oh, rieche ich da heiße Schokolade? Ich brauche ein warmes Getränk nach diesem erfrischenden Bad. Wir auch. Hat hier jemand Lust auf ein Barbecue? Ja, bitte. Ja, bitte. Und eine heiße Schokolade, bitte.
falls noch was übrig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow. Mama Wutz und Herr Bulle werden auch langsam vom Barbecue am Strand angezogen. Vom vielen Schwimmen wird man hungrig. Ist noch etwas leckeres Essen übrig? Perfekt. Es ist genug für alle da. Ist dir wieder warm, Peppa? Ja, ich habe mich aufgewärmt und mir ist jetzt so warm wie dem Maiskolben. Und alle lieben es, an Weihnachten im Meer schwimmen zu gehen. Aber noch mehr lieben es alle, warm angezogen zu sein. Peppa und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden. Ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Oh. Interessant. Und, sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Oh. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Schorsch, du Witzbold. Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten bitte. Nächster Halt, der Park. Stopp! Du hast uns vergessen. Komm zurück! Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups, Entschuldigung. Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh, dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Dinosaurier gehen nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlammpfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlammpfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja. Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Oh, zu hoch.
Frau Mümmel? Natürlich. Zu tief. Viel zu tief. Drehen wir doch einfach ein Looping. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an. Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut. Fantastisch. Oh, hurra! Wir sind gelandet. Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und George. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Peppa! Ja, Super Peppa. Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir. Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier! Verzeihung! Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes.
Danke, Papa, aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig? Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aha. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April! Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. Oh. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Hurra! Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch, dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Peppa genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau, hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Peppa? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Danke, König Pedro. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte.
Hüpf! Hüpf! Jetzt ist Molly die Königin! Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm. Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausys Regeln zu befolgen. Leise. Laut! Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier! Hurra! König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel.